Sowohl 2010 als auch 2015 waren wir für Generation Testbild an der Bergischen Universität Wuppertal, genauer gesagt am Lehrstuhl für Nachrichtentechnik. Hier findet man das ehemalige Farbfernsehversuchslabor des WDR, das sich ursprünglich in Köln befand und worin ab 1963 das westdeutsche Farbfernsehen erprobt und entwickelt wurde. Einige Geräte in diesem Labor werden wir nun etwas genauer vorstellen. Ja, diese Magnetaufzeichnungsanlage, TA-22 von RCA, hat auch jahrelang im Westdeutschen Rundfunk Dienst getan. Sie war ursprünglich für Schwarz-Weiß-Bilder konzipiert, aber Professor Ina Smitten zusammen mit Professor Schönfelder, der damals Entwickler bei der Fernseh GmbH war, haben es dann doch geschafft, Ende der 60er Jahre die Maschine für Farbfernsignale, und zwar speziell für PAL, tauglich zu machen. Einmal dadurch, dass sie verschiedene Teilmodule ausgesucht haben mit besonders geringen Toleranzen und außerdem eine Zusatzsynchronisierschaltung, die insbesondere den Farbträger stabilisierte. Und eine der ersten Aufnahmen damit war natürlich der Kölner Karnevalszug, der dann zu großem Erstaunen der Zuschauer später nochmal von der Maschine gesendet wurde, nachdem er erst live übertragen worden war. Ja, die Maschine ist eine 2-Zoll-Maschine. Die Bänder müssen im Gegensatz zu heutigen Kassettenrekordern von Hand eingelegt werden, was etwas aufwendig ist. Es ist eine Vierkopf-Maschine mit einer Schrägspuraufzeichnung. Und pro Kopf werden etwa 16 Fernsehzeilen aufgezeichnet und dann wird auf den nächsten Kopf umgeschaltet. Und diese Umschaltung, die sieht man, die kann an der Vorderseite durch entsprechende Equalizing-Potentiometer fast zum Verschwinden gebracht werden. Man nennt das dann das Kopfbending, weil diese Fehler in Bandform in horizontalen Bändern sich zeigen. Die Bänder kann man schneiden, ja, und auch wieder aneinander kleben. Dazu wurde dann eine Emulsion gemacht, sodass man die magnetisierten Spuren auch optisch sichtbar machen konnte. Das war dann unter den Technikern das sogenannte blutige Schneiden. Es ging aber auch das unblutige Schneiden durch einfach Umkopieren von einer Maschine auf die andere. Mhm. Wobei das Band dann nicht mechanisch zerteilt werden muss. Das ist ja eine Vierkopfmaschine. Ja. Nicht? Und hier ist ja der Kopf. Der dreht sich über Gleiskontakte, werden die Signale abgenommen. Das sind vier Köpfe und wenn der eine Kopf hier oben am Band raus ist, dann greift der nächste unten ein. Ja. Über eine elektronische Umschaltung wird von einem Kopf den anderen Kopf umgeschaltet. Und hier kann man die Köpfe mit einstellen, dass die richtig in Resonanz sind, Phasenbeziehungen stimmen. Dann nimmt man die sogenannte Kopfbending vermeiden. Man muss hier sehen, aber sind die Störungen so groß, da sieht man diese Dinge nicht. Wie viel Luft passt noch an einem Band drauf? Oh, das ist doch eine Stunde hier. Eine Stunde? Ja. Naja, da wurde dann umgelegt, nicht? Ich kann den nichts rollen. Man hat hier immer mehrere Maschinen nebeneinander gehabt. Damals im Farblabor standen zwei. Wenn die auf Sendung gingen, dann wurde die eine Maschine, lief dann. Während das nachfolgende Band wurde auf der zweiten dann aufgelegt. Und genau wie beim Film auch, kommt ein bestimmtes Zeichen kurz vor Ende. Und dann wird die nächste Maschine schon hochgefahren, beide synchronisiert und wenn dann zu Ende wird, auf das Zeichen hin umgeschaltet. Meistens dann, wenn man in der Szene einen Schnitt hat, dann fällt das nicht so auf. Die 3 haben wir ja schon, ja? Ja, das haben wir ja damals schon. Ja, stopp. Ja, Rückspulen kann man machen. Da sind zwei Motoren drin, die laufen gegeneinander. Oder Motoren? Ja, das sind hier, jetzt kann man nicht stoppen. Jetzt heben sich die Kräfte gegenseitig auf und wieder in die andere Richtung rein. Oder wieder Motoren. Ja, zu Beginn des Farbfernsehens gab es in Deutschland noch keine Kameras. Deswegen hat man von der amerikanischen Firma RCA, Radio Corporation of America, Kameras
kommen lassen. Und diese Kamera, die wir hier sehen, ist eine 3-Röhren Super-Opticon-Kamera. Das heißt, dass die Röhre vorne einen Bildwandlerraum hat, in dem das Bild erstmal elektronisch verstärkt wird und anschließend abgetastet wird im Abtastraum. Und von diesen Super-Opticon-Röhren, die eine besonders hohe Empfindlichkeit haben, aber schwer einzustellen und schwer zu bedienen sind, hat die Kamera dann 3, eins für Rot, für Grün und für Blau, mit einer entsprechenden Strahlenteilungsoptik davor. Diese Kamera war die allererste, die beim Westdeutschen Rundfunk in Köln im Studio für Live-Aufnahmen verwendet wurde. Ja, die Kontrolleinheit war eigentlich zentral. Eine zentrale Einrichtung des Farblabors. Man sieht unten eine Reihe von Monitoren, das sind die sogenannten Vorschau-Monitore, auf denen die Bilder der verschiedenen Bildgeber zu sehen waren. Und der große Farbzentralmonitor oberhalb gibt das Bild wieder, was gerade ausgewählt und gesendet wurde. Man konnte dann zwischen verschiedenen Bildsignalquellen umschalten oder aber auch überblenden. Oder auch mit Hilfe des Trickmischers die Signale umschalten. Es gab da verschiedene geometrische Figuren, mit denen man die Bilder umschalten konnte. Ein einfacher Wischer von links nach rechts, von oben nach unten. Oder das neue Bild war zunächst rautenförmig begrenzt, wobei die Raute dann aufging bis zum Rand und das alte Bild verdrängt und dergleichen. Dieser Trickmischer ist auch in Röhrentechnik gebaut. Und die einzelnen sogenannten Tricks sind zusammengefasst in der sogenannten Trickkiste, wurden dann herausgenommen und in spezielle Sockel hereingesetzt. Das heißt, mit anderen Worten, heute würde man sagen, man hat die Tricks auf diese Art und Weise programmiert. Ja, bei dieser Maschine handelt es sich um eine Filmmaschine, die es erlaubt, normale Kinofilme im Fernsehen zu übertragen. Auch hier haben wir das Prinzip des Flying Spot Abtasters. Der Film wird zunächst einmal in den Projektor eingelegt, der einem Kinofilmprojektor von der Mechanik her sehr ähnelt. Der Film wird dann durchleuchtet mit dem Lichtpunkt und auf der rechten Seite finden wir dann wieder den Strahlenteiler und die Fotozellen, die um Außenlicht abzuschirmen in einer Kapsel sich befinden. Das Einlegen des Filmes bedarf einiger Übung angesichts der Vielzahl von Rädern und Rollen. Und hier in unserem Fall haben wir den Film auch über den Lichtton geführt. Der Lichtton ist eine Tonspur, die Schwärzungen im Takt des Tones aufweist am Rande des Films. Und diese Tonspur wird dann beleuchtet und auf der anderen Seite sieht man über einen Schlitz eine Fotozelle, diese Fotozelle dann das elektrische Tonsignal liefert. Die erzeugten Farbbildsignale, Rot, Grün und Blau, können einmal auf dem Monitor kontrolliert werden, der allerdings nur Schwarz-Weiß wiedergeben kann. Und über einen Schalter kann man wählen, ob man den roten, grünen oder blauen Ausdruck betrachten will. Der Monitor dient auch der Einstellung der Schärfe und des Bildstrichs. Links davon sehen wir auf einem Oszilloskop die Bildsignale selbst, jeweils eins. Und hier kann man die Amplitude und den Schwarzwert der Bildsignale einstellen, vorzugsweise so, dass alle drei Signale gleich groß sind. Ein abendfüllender Spiegelfilm ist nicht auf eine Rolle zu bekommen, deswegen wurden diese Spiegelfilme auf mehrere Rollen verteilt. Und um jetzt nun von einer Rolle auf die andere umschalten zu können, hatte man zwei dieser Filmmaschinen. Während eine lief, wurde die andere bereits vorbereitet, der Film eingelegt und kurz bevor die
erste Maschine abgelaufen war, wurde die zweite bereits gestartet, eingepegelt und auf ein bestimmtes Zeichen im Film selbst, das dem Operateur bekannt war, wurde dann auf die neue Rolle umgeschaltet. Bei diesen Zeichen handelte es sich um ein Dreieck, ein Quadrat oder ein Kreis oben rechts in der Ecke. Gelegentlich kam es natürlich vor, dass ein Film gerissen war. Man kann diese Filmrisse dann professionell mit speziellen Klebebändern und mit Perforationen wieder zusammenfügen. Manchmal musste es aber auch sehr schnell gehen und dann behalf man sich mit normalen Klebestreifen. Die Filme wurden dann wieder schnell zurückgespult und erneut eingelegt und dann konnte es weitergehen. Ja, es handelt sich bei diesem Gerät um eine Spezialausführung, die etwa Mitte 1960 gebaut worden ist von der Fernseh GmbH und die speziell für dieses Labor, für dieses Fernsehversuchslabor beim Westdeutschen Rundfunk entwickelt worden ist. Zwar ist diese Anlage ein sogenannter Flying Spot oder Lichtpunktabtaster. In diesem Kasten hier befindet sich eine braunsche Röhre, auf die ein Fernsehraster geschrieben wird mit einem ganz feinen Lichtpunkt. Und über eine Optik wird dieser Lichtpunkt auf einem solchen ganz normalen Kleinbild diapositiv abgebildet. Man steckt die jetzt hier herein und kann zwei Dias drin haben und kann sie hin und her schieben. An dieser Stelle lässt sich die optische Schärfe einstellen und ebenso die Blendenöffnung. Und hier an dieser Stelle, in diesem Kasten, befindet sich der Strahlenteiler. Der besteht aus dichroidischen Spiegeln. Und zur Kontrolle kann man auf diesem Gerät einmal das Bild sehen in Schwarz-Weiß. Man kann es einstellen, dass man sowohl den Rotauszug als auch den Grün- oder den Blauauszug hat. Man stellt hier die Schärfe ein und hier im Oszillogramm sieht man dann die richtige Aussteuerung. Und wenn nicht, kann man das gegebenenfalls noch nachstellen. Ja, dieser Dia-Abtaster, von der Fernseh GmbH gebaut, war eine ganz normale Studioausrüstung Anfang der 70er Jahre. Und wir haben hier am Lehrstuhl, oder mein Vorgänger hat am Lehrstuhl, Professor Inersmitten, diesen Dia-Abtaster 1976 von der Fernseh GmbH gekauft. Er ist ein Flying Spot-Abtaster, genauso wie das vorhin gezeigte Unikat, wobei man nur zwei Dias schieben konnte. Er hat dieser ein Karussell, in dem eine Vielzahl von Dias untergebracht sind. Und das Karussell kann dann sowohl manuell über einen Drehknopf als auch über eine Fernbedienung ausgewählt und in die entsprechende Position vor die Abtaströhre gebracht werden. Wer sich die Geräte im historischen Farbfernsehversuchslabor aus der Nähe betrachten möchte, auf Anfrage können für Gruppenführungen durch das Labor vereinbart werden.